Dies ist ein längst überfälliger Schritt. US-Präsident Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Historisch richtig. US-Präsident Donald Trump hat Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Eine historisch eine richtige, eine gute Entscheidung. Beide Daumen hoch. Israel ist ein souveräner Staat, die einzige Demokratie im Nahen Osten und das einzige Land in der Region, das die Rechte seiner Bürger achtet und verteidigt. Es gibt keinen Grund dafür, dass Israel als nahezu einziges Land der Welt seine Hauptstadt nicht frei wählen dürfte. Das Argument der Kritiker lautet seit Jahrzehnten, Jerusalem als Hauptstadt Israels macht eine Zwei-Staaten-Lösung schwieriger. Das ist schlichtweg historischer Unfug. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist die letzten 5 Jahrzehnte gescheitert, obwohl Jerusalem als Hauptstadt nicht anerkannt war. Ein enormes, eigentlich untragbares Befriedigungszugeständnis an die Araber. Gescheitert ist die Zwei-Staaten-Lösung auch zu oft daran, dass die Palästinenserführung jedes noch so große Zugeständnis ausgeschlagen hat, inklusive einer geteilten Hauptstadt Jerusalems. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist sowieso eine Fata Morgana. Statt Israel noch weitere 5 Jahrzehnte vorzuschreiben, auf seine Hauptstadt zu verzichten, sollte man der Palästinenserführung jeden Tag klar sagen, auf Terror und Hassrhetorik zu verzichten. Trump tut das Richtige. Das Richtige ist manchmal riskant. Richtig bleibt es aber trotzdem.